Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr die WIS Smart Tunable White Lampe mit eurem WLAN verbindet und sie mit der WIS Connected App steuert. Nach der Einrichtung schauen wir uns noch die Einstellungsmöglichkeiten an. Die intelligente Glühbirne mit E27 Sockel bietet dimmbares, warm und kaltweißes Licht im Farbtemperaturbereich von 2700 bis 6500 Kelvin bei 806 Lumen. Weitere Infos zur Lampe findet ihr in der Videobeschreibung. Im Lieferumfang befindet sich nur die Lampe und ein Beipackzettel. Die Einrichtung der WIS Connected App haben wir bereits im ersten WIS Video gezeigt. Wenn ihr dort noch einmal reinschauen wollt, findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Die Lampe könnt ihr schon einmal einschalten. Stellt vorab sicher, dass ihr mit einem 2,4 GHz WLAN verbunden seid. 5 GHz wird nicht unterstützt. Um die Lampe nun mit eurem WLAN zu verbinden, müssen wir sie zunächst in der App hinzufügen. Tippt dazu oben rechts auf das Plus-Symbol. Und da wir in diesem Video auch mal die manuelle Kopplung zeigen wollen, wählen wir bei Gerätetyp auswählen Lampe aus. Dann weisen wir sie noch einem Raum hinzu und öffnen im nächsten Schritt oben links das Hamburger-Menü. Wählt hier manuelle Kopplung aus. Hier wählt ihr euer WLAN aus und gebt den dazugehörigen WLAN-Schlüssel ein. Weiter geht's mit Weiter. Bei der Lichtart markiert ihr Weißtöne und tippt auf den Button Mein Licht pulsiert zweifach. Hat unsere zwar nicht gemacht, hat aber trotzdem funktioniert. Im Zweifelsfall schaltet die Lampe noch einmal für 5 Sekunden aus und dann wieder ein. Nun wechseln wir in die Netzwerkeinstellung unseres Mobilgeräts und verbinden uns mit dem WIS WLAN, welches die Lampe von Werk aus aussendet. Kennwort benötigt ihr nicht. Steht die Verbindung, wechselt wieder in die App. Der Kopplungsmodus startet automatisch. Sollte sich beim Schritt mit dem vorherigen WLAN verbinden nichts weiter tun, schaut nochmal in eure WLAN-Einstellung. In unserem Fall hat sich unser Mobilgerät mit dem falschen WLAN verbunden. Also wählten wir das Richtige aus und die Kopplung wurde fortgeführt. Tippt am Ende auf Fertig. Interessanterweise wurde die Lampe als Filamentlampe erkannt. Wir haben trotzdem weitergemacht und ein Symbol ausgewählt. Ihr könnt dann noch den Namen ändern. Auswählen, welcher Schaltzustand beim Einschalten mit dem Netzschalter passieren soll. Und das Ein- bzw. Ausblenden einstellen. Auf der Startseite können wir die Lampe dann über die Raumeinstellung ein- bzw. ausschalten und dimmen. Tippen wir auf die Raumkachel, sehen wir ganz unten unsere neu zugewiesene Lampe. Tippen wir darauf, landen wir in der Lampensteuerung. Fangen wir mal mit dem Reiter statisch an. Dort findet ihr die verschiedenen Weißtöne. Dann den Bereich Funktional. Unten könnt ihr auch bei Bedarf die Helligkeit einstellen. Weiter geht es mit den dynamischen Weißtönen. Bei denen ihr teilweise auch die Geschwindigkeit einstellen könnt.
und mit Aufwachen und Schlafenszeit ändert sich langsam Helligkeit und Weißton. Hier nochmal Änderung von Helligkeit und Geschwindigkeit. Im Bereich Benutzer definiert, stellt ihr die Lichtfarbe manuell ein. Lässt sich auch als Favorit speichern. Und die meisten anderen Punkte haben wir in den anderen Videos zu den WIS-Lampen bereits gezeigt. Schaut da doch gerne mal rein, Links findet ihr in der Videobeschreibung. Alles klar, und das war's mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Oder schaut auch mal gerne auf unserer Website vorbei, wo wir viele unserer Videos in Textform veröffentlicht haben. Link in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.